Hallo Leute, heute zeige ich euch kein Gameplay, sondern ich werde euch Steam-Sales-Spiele vorstellen und dadurch, dass dann halt so passiert, mache ich halt dann die Gratis-Spiele und die Netflix-Film-Serien-Vorstellungen halt auch so im Browser. So, fangen wir an. Gratis-Spiel für den PC ist Last Day of June. Seit gestern und ist halt eine Woche online. Also bis zum Donnerstag wahrscheinlich könnt ihr das holen. Dann, die Xbox-Leute haben Crackdown 1 und Crackdown 2 haben sie gratis. Two Human ist auch noch gratis, kann man sich auch noch holen. Ich weiß nicht, wie lange die gratis sind oder ob sie jetzt für immer gratis bleiben, ich weiß es nicht. Aber man kann es halt claimen. Ja, das ist einmal die Gratis-Spiele. Dann Netflix haben wir Baby Driver, der ist zurzeit frisch dort oben. Das ist ein ganz guter Film, also Action geladener Film mit Comedy-Elementen, also mit Humor halt drin. Ich finde den gut, die Leute sind gespalten, ich finde den halt doch wirklich gut. Ich kann den doch anschauen, jetzt wo er eben auf Netflix gratis ist. Dann, was mich sehr freut. Neon Genesis Evangelion und die zwei Filme dazu sind auch auf Netflix jetzt seit dieser Woche. Die Amis regen sich halt auf, dass ein paar Sachen bei ihnen synchronmäßig geschnitten sind. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch auch so ist. Ich habe es damals auf Vox gesehen im Jahr 2000. Vox hat das nämlich gesendet mit dem japanischen Original mit deutschen Untertitel. Damals, wer sich noch erinnern kann, in der Nacht durch auf X haben sie es gemacht. Ich glaube auch durch am Wochenende haben sie es wirklich durchgesendet. Ja, und die zwei Filme, End of Evangelion und das ist Evangelion Death and Rebirth, nur halt zusammengeschnitten in einem Film. Das sind nämlich zwei Teile, aber das ist halt dann zusammengeschnitten. Kann man sich alles anschauen. Wie viel? Neon Genesis Evangelion sind 26 Folgen. Ist wirklich super Serie. Wegbereiter für die Animes damals. Man ist da rausgekommen, 95 und ich habe ihn dann 2000 gesehen. Erst. Aber da war er im Fernsehen. Und damals hattest du noch nicht so gutes Internet, dass du dir die Serien alle runterladen könntest und so anschauen könntest mit also Japanisch mit englischen Sub. Hast du dich gefreut, als das Vox damals gesendet hat. Die haben diese Sachen ziemlich lange gemacht. Ich glaube bis 2006 oder so rein. Kann mich noch erinnern, wo sie auch DNA 2 gesendet haben und was weiß ich, Record of Lotus war. Solche Sachen, das war wirklich super Aktion von Vox damals. Ja, das ist Netflix. So, jetzt kommen wir zu den Steam-Spiele, wenn ich es finden würde. Die üblichen Verdächtigen, Devil May Cry 5 und keine Ahnung was noch so, Monster Hunter World, spare ich mir Vampir und so, das GTA 5 ist auch immer, das ist normal, das wisst ihr alle, Witcher 3, 15, das sind Sachen, die hat jeder, Resident Evil 2, finde ich jetzt auch nicht so gut verbilligt, dazu sage ich dann noch ein paar Sachen, Borderlands, The Handsome Collection ist auf 5 Euro irgendwas, 6 Euro halt verbilligt. Kriegst alle Teile bis auf den 3er, da kommt er auf den Epic Game Store kommt er da ja dann raus. Ja, Assassin's Creed Odyssey, spielst auf Griechenland, 30 Euro kann man sich's holen. Ja, das sind die üblichen Verdächtigen, das hat jeder Far Cry 5, ja. Im Uplay Store sind die Spiele nicht verbilligt, das bedeutet, ihr müsst es über den Steam Store kaufen, was ihr dann aber auch den Key, also das muss dann auch, wird dann auch im Hintergrund dann über Uplay gestartet, also ihr müsst dann beide Clients offen haben, wenn ihr diese Spiele spielen, auf das müsst ihr euch aufpassen, bei den Ubisoft-Spielen. Fangen wir an. Valve Complete Pack, eh klar, 5 Euro, du kriegst die in Scheiß, alles vor ihnen. Aber was halt wirklich herausragend ist, für mich halt Half-Life 2 ist eh klar, vielleicht mache ich mal irgendwie. Jetzt drehen die Leute wieder drüber, über Half-Life 2 letzter Zeit wieder. Portal 2, das letzte gute Spiel, das letzte Spiel
Also Artifact kannst du ja eigentlich als Spiel bezeichnen von ihnen. Das letzte gute, sehr gute Spiel von Valve. Kostet nur 80 Cent. 81 Cent, das kann man sich fix holen. Oder man holt sich die Valve Complete Edition für 5 Euro irgendwas. Das ist ein kleines Mickey-Menü. Und du hast Haufen Spiele und du hast die wirklich die besten Spiele des letzten Jahrzehnts. Das ist so. Half-Life 2, Episode 1, Episode 2, Portal, Portal 2, die sind wirklich. Left 4 Dead 1 und 2, obwohl der 1er relativ tot ist, den 2er kann man noch spielen. Der inoffizielle Nachfolger für mich ist halt, für Left 4 Dead 3 ist halt World War Z, ist halt leider auch nur kurz Zeit im Epic Game Store. Der wird aber auch so bleiben, wie es ausschaut, das kommt nicht auf Steam. Den empfehle ich auch, die ist aber nicht mehr verbilligt, der war ja auf 20 Euro unten. Und auf die Konsolen kann man sich dann auch holen. Ja, nächstes Metal Gear Solid 5 ist verbilligt auf ein Allzeit-Low. Hä, stimmt ja gar nicht, 30 Euro, das ist Normalpreis. Stimmt nicht, weil da. 12 Euro mit den ganzen depperten DLCs, die du eh nicht dazu brauchst. Aber für 12 Euro nimmt man sich's dann halt. Ich finde das beste Metal Gear beste Metal Gear. Viele sagen ja, der 4er ist der beste, andere sagen, dass das PSP-Variante, das Remake vom 1er ist das beste. Die habe ich nicht gespielt. Den 1er habe ich gespielt, den 2er wie heißt der, habe ich auch gespielt. Metal Gear Rising habe ich auch gespielt. 4er habe ich nur angefangen, aber nicht fertig gespielt. 5er bin ich ziemlich weit gekommen, das hat mir schon sehr gefallen. Also 5er kann man sich holen für 12 Euro fix. Bei den ganzen PS Bundles, also PS Plus, war es einmal dabei und dadurch habe ich es dann bekommen. Dann, Papers, Please, mein absolutes Lieblingsspiel, Game of the Year 2013. Du spielst einen sowjetrussisch-ähnlichen Grenzbeamten und musst halt die Leute reinlassen oder nicht reinlassen. Sie versuchen dich zu bestechen oder haben halt einen falschen Pass, oder wie du siehst, musst du sie dann auch überprüfen, ob sie, also so Nachtscanner-mäßig, ob sie Waffen mit haben. Es werden da Geschichten erzählt, es werden da Geschichten angelungen, wie gesagt, Pässe sind dann falsch, falsche Bilder oder falsche Datum oder keine Einreiseerlaubnis, solche Sachen. Das ist schon stressig, am Ende wird es dann wirklich schlimm und es sind 30 Tage und um dich geht es dann auch was herum, um deine Familie, weil dann auch bei dir auch dann Leute sagen, hey, wenn du mich reinlässt, bekommst du Geld oder ich helfe dir dann raus aus dem sozial, also aus der Sowjetunion mäßigen Welt, sagen wir es mal so. Sehr gutes Spiel, wie viel kostet 4,49 Euro, kann man sich immer holen, auch um den Normalpreis um 9 Euro, ist immer. Ich habe das ziemlich lange gespielt und ja, damals wo es rauskam. Dann, Kämpferspiel, Mortal Kombat X ist zwar verbilligt auf 6 Euro, aber wie man sieht, Mortal Kombat XL, was man eigentlich braucht, weil auch bessere Netcode und halt die ganzen Charaktere, den sind 12 Euro. Mortal Kombat 11 ist leider noch auf 50 Euro, das kann man nicht als Sale bezeichnen. Es ist aber das bessere Spiel. Um 6 Euro, würde ich nicht so nehmen. Ich würde eher mein Lieblings Mortal Kombat nehmen, wenn ich es nicht falsch verlinkt hätte. Irgendwo ist da ist. Mortal Kombat Complete, das ist Mortal Kombat 9. Ja, es ist alt, aber es schaut noch gut aus und es ist das Bessere. Es hat die besseren Charaktere, es sind alle Charaktere drin, es ist Freddy Krueger drin. Und es ist besser balanced. Ja, der Netcode ist nicht mehr so gut. Aber es ist Haufen Sachen zum Spielen da. Es ist nicht verseucht mit Mikrotransaktionen und so weiter. Man kann das spielen und es ist, finde ich, das Beste und kostet auch nur 6 Euro. Würde ich das eher nehmen. Wenn man beide haben will, ja, kann man sich beide nehmen. Aber Mortal Kombat 11 kostet leider noch 50 Euro. Ich würde eher das nehmen oder warten, bis es auf 30 Euro unten ist. Ja, wie ihr schon gesehen habt, das nächste ist dann Sonic. Ich wollte ja eigentlich Sonic Mania sagen. Ja, Sonic Mania ist auch sehr gut. Aber der Plus DLC ist nicht verbilligt, oder? Oder ist das
ist das dann als eigenes Ding. Ist ja egal. Aber Sonic Mania kostet 6 Euro irgendwas, wie ihr seht. Ja, es ist das beste Sonic, 2D Sonic Spiel. Kann man sich holen, sehr gut. Aber wenn man jetzt nicht sagt, ich will keine 7 Euro ausgeben für 2D Sonic, dann würde ich Sonic CD nehmen, was für mich vorher das beste Sonic war. Will ich sagen, Sonic 3, Sonic 2 waren die besten. Ich finde Sonic CD war das Beste. Kostet nur 1,12 Euro, kann man sich fix holen. Es ist auch ein sehr guter Port. Es hat der Typ gemacht, geportet, der Sonic Mania gemacht hat. Also, das hat nicht nur Sega so einfach nur von der Sega vom Sega CD rübergepickt, sondern es wurde dann wirklich fast schon neu kodiert von dem Sonic Mania Typ. Dann haben sie dann ihn geheiert, dass er ein neues Spiel machen soll. Das ist super geworden. Man kann eh beides super auch nehmen. Also man kann eh beides nehmen. Aber wenn man jetzt sagt, ich will keine 7 Euro, sagt, wenn es 5 Euro wert, sage ich, ja, 5 Euro fix. Das ist diese Preisgestaltung, wo ich sage, wieso? Ich weiß 30% Steam, aber wenn ihr 5 Euro gemacht hättet, oh, dann wäre das sofort. Drum würde ich sagen, Sonic CD für 1 Euro. Eher. Und ist ein sehr guter Port. So, Mortal Kombat hatten wir, wie gesagt. Ja, und wer halt nicht Mortal Kombat haben möchte, kann Tekken 7 nehmen. Kostet 20 Euro, aber es sind halt nicht alle Charaktere drin. Wie ihr seht, mit allen Charakteren kostet viel mehr. Aber für 20 Euro kann man sich so und dann kann man sich dann noch entscheiden, ob man die anderen Charaktere auch haben möchte. Dead or Alive ist nicht verbilligt, nicht gut. Dead or Alive 6, das kann man sich getrost sparen. Für die Dragon Ball Z Prügel Leute 15 Euro, aber auch wie gesagt, nicht alle Charaktere dabei. Aber für 15 Euro dann kann man sich ja dann weiter entscheiden, ob man die anderen haben möchte. Schaut super aus, ist auch sehr gutes Spiel, auch gut balanciert und guter Netcode. Dann, Chris ist verbilligt auf 11 Euro, ist nicht viel. Ich habe es für die Switch gekauft, digital. Kostet normal aber auch nur 16,99 Euro. Ist ein sehr schönes Spiel, es hat keine Feinde und keine. Es ist ein sehr ruhiges Spiel, aber es ist so ein storylastiges Spiel, aber es ist einfach super. Es ist nicht viel, es sind 3 Stunden oder 4 Stunden. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel und das kann man ruhig holen. Um den Preis kann man sich das holen. Sehr empfehlenswert. Apropos Chris, da haben wir gesagt, es hat ja vorher so ein ähnliches Spiel gegeben. Das ist Inside. Und das ist verbilligt mit seinem vorigen Spiel, das Limbo, auf 8,08 Euro. Und das kann man sich so holen. Du bist ein kleiner Junge und rennst halt von links nach rechts und wird dann eine Story erzählt und du musst halt auch interagieren mit der Welt. Sehr gutes Spiel, um den Preis kann man sich das beide holen. Dann Tomb Raider ist verbilligt, wie immer, das empfehle ich immer, das erste Tomb Raider, seit dem Remake um 3 Euro. 3 Euro wie gesagt, auf die DLCs kann man scheißen, nur das Spiel kaufen. Sehr gutes Spiel, ich mag es sehr. Den zweiten habe ich auch sehr gemocht. Den zweiten Teil kann ich auch noch sehr empfehlen, mach mal so. Shadow of the Tomb Raider kostet. Nein, das ist der Dreier Teil, ich bin blöd. Da ist der zweite Teil. Und South Park ist auch noch dabei. So, Shadow. Jetzt habe ich es kaputt, jetzt habe ich es zugemacht. Schauen wir mal. Ist es da irgendwo? Nö. Dann machen wir es so. Wir scrollen da runter und suchen sich den zweiten Teil nochmal raus. Da ist er. Rise of the Tomb Raider. Kostet nämlich, aha. Habt ihr das gesehen? Gerade. Da steht 5 Euro. Um 5 Euro hätte ich das fix genommen. Aber das sind vielleicht die Preise, die es umgeschrieben haben, wegen die 20-30%. Das kann sein. Aber hey, 5 Euro wäre das wirklich super. Aber um 7,49 so billig war es noch nie. Empfehle ich es auch sehr, den zweiten. Das ist, finde ich, der beste. Und die 20-Year Collection würde ich kaufen, selbstverständlich. Jetzt schaue ich. Na, denn sie haben das normale rausgenommen und haben nur mehr das Rise of the Tomb Raider 20-Year Collection. Das ist schon was, Square. Ja. Nix oder Eidos, egal.
Ja, das würde ich empfehlen. Um den Preis, ja, zähneknirschend. Aber es ist ein sehr gutes Spiel. Der Dreier ist eher zähneknirschend, weil der nicht so gut ist wie der Zweier. Natürlich finde ich, das ist natürlich ein Däuser. Shadow of the Tomb Raider, ja, wenn man dann beide Teile gespielt hat, kann man sich den Dreier holen. Oder man wartet, bis er noch billiger ist, um 24 Euro ist, okay, kann man sich's holen. Aber die ganzen DLCs, alles nichts dazu kaufen, das brauchst du nicht. Bis auf beim Zweier, die 20, 20 hier, weil es nicht anders geht. So, South Park, wie gesagt, da braucht sie Uplay dann dazu, aber um 6 € kann man sich das holen. Nicht Stick of Truth holen, weil der ist ja geschnitten in Deutschland und Österreich. Den müsst ihr euch importieren. Ich habe ihn mir damals importiert über Amerika, über Games Only oder irgendwie so, die amerikanische Version, weil die nicht zensiert war und trotzdem deutsche Untertitel gehabt hat, weil Stick of Truth hat auch keine deutsche Sprachausgabe. South Park Fractured But Whole, also South Park 2 schon, hat schon eine deutsche Sprachausgabe. Kann man sich um 6 € holen. Die DLCs habe ich nicht gekauft, weiß ich nicht, wie die sind, vielleicht hole ich mir die dann noch dazu. Sehr gutes Spiel. Für 6 €, wie gesagt, ihr braucht Uplay. Müsst Uplay mitstarten. Nächstes Resident Evil 7, 15 €. Ich glaube, so billig war es noch nicht, es war immer auf 20 €, jetzt ist 15. Kann man sich fix holen. Die DLCs weiß ich nicht. Sagen die Leute, dass das gut ist. Ja, wenn du 10 € mehr ausgeben willst, dann kannst du es dir holen. Ich habe nur Resident Evil. Ich habe es für PSVR gekauft damals. Es ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann man sich holen. Das neue Resident Evil, das Remake, das 2 ist leider nicht so gut verbilligt. Aber ich empfehle Resident Evil 4. Das ist ein guter Port. Das ist ein sehr guter Port vom 4er für den PC für 5 €. Vielleicht hole ich es mir auch für 5 € ist egal. Ich habe es ja für die Wii damals und jetzt hätte ich dann eine sehr gute Version. Vielleicht hole ich es mir auch. Dann F1 2018. F1 2019 ist nämlich rausgekommen, gerade vor ein paar Tagen. Und das Problem ist aber bei F1 2019, erstens ist es eine Frechheit, dass sie Senna und Prost noch in einen extra DLC gepackt haben und dann $20 noch, 20 € noch extra verlangen. Das wäre nicht eine Frechheit. Und dass sie eigentlich noch eine Early Access Version haben und nicht ganz fertig sind, weil die Lizenzen sind noch von 2018 und sie haben gesagt, erst im September, Oktober rum kommen die 2019er Leute und die 2019er Daten. Und man sagt, okay, ich warte dann bis zum nächsten Jahr und hole ich es mir dann in der Prost und Senna Edition und dann hoffentlich zu einem halbwegs guten Preis. F1 2018 habe ich gekauft, damals sehr gutes Spiel. Ich mag's, ich mag die F1-Reihe. Ich spiele sie nicht oft, ich spiele auch nur Quickplay und so, einfach nur so die Strecken, die ich mag. Ungarn, Österreich, Deutschland, Monaco und so weiter, Bahrain. Die spiele ich halt dann einfach, also ich versuche dann immer in die Karrieremodus reinzukommen, aber ich denke, dann höre ich immer auf und dann, ja, spiele ich halt nur die Strecken einzeln. So ist das bei mir. Drum, das Spiel, also wie gesagt, letztes Jahr rausgekommen, 13 € kann man sich so holen, es ist auch sehr gut. Ja, aber 2019 dann noch warten, weil das ist gerade rausgekommen und noch im Early Access. Lumines habe ich auch schon mal auf meinem Kanal vorgestellt. Ist ein Tetris-Verschnitt. Ich mag es sehr. Es ist aber leider nicht das beste Lumines. Das beste Lumines ist leider nur für die PS Vita rausgekommen. Und ich hoffe, dass sie endlich das auch für den PC portieren. Aber um den Preis, 7,49 € kann man sich das holen. Es ist wirklich super addictiv. Wenn man einmal drinnen ist, möchte man immer weiter. Also die Lieder ändern sich immer nach 5 Minuten. Und da möchte man immer weiterspielen, damit man, welches neue Lied kommt denn jetzt, welches neue Lied kommt jetzt. Oder wie schaut es, die Visualizations, wie ihr seht, ändern sich ja auch immer. Und da möchte man auch wissen, wie schaut es dann aus oder wie schauen dann die Blöcke aus und wie schaut das Hintergrund aus. Das ist ein gutes Spiel, das ich mag schon. Übrigens, ich zeige euch nur Spiele, die ich möge. Warum sollte ich Spiele zeigen, die nicht gut sind? Dann Bud Spencer und Terence Hill, Beat'em Up. Ich zeig's euch mal da. Ja. Wer Bud Spencer und Terence Hill früher geschaut habt, so wie ich in den 90ern und
es läuft ja heute auch immer noch auf Kabel 1 und so, kann man sich das holen. Für den Preis sogar erst recht. 9 Euro endlich ein guter Preis. Ist sehr gut. Kurzweilig, aber gut. Aber noch besser als Shaq Fu und so weiter, weil die haben das auch nachgemacht. Das ist wirklich ein guter Beat'em Dann kommen wir langsam zum Ende. Superhot ist auf ein Alt-Time-Low auf 9,19 €. Ja, warte mal. Das ist die VR-Version. Wer es für die PS4 oder wer VR, sollte nur die VR-Version kaufen. Ich kann kein Deutsch mehr. Weil beides ist unnötig. Weil das braucht Maus und das braucht VR und wozu dasselbe. Dann würde ich halt nur die VR nehmen oder halt nur die normale. Oder man würde das Bundle nehmen, also das normale mit dem neuen Superhot 1.5, so kann man sagen. Ist aber noch im Early Access, also an dem Files noch. Aber um 18 Euro kann man sich, glaube ich, holen. Aber sonst das einzelne 9 Euro. Es geht darum, das Spiel bewegt sich nur dann, wenn du dich bewegst. Und in VR ist das wirklich super. Ich habe es für die PSVR und es ist der Wahnsinn. Aber auch so mit Maus habe ich es auch gespielt. Ist auch toll. Es ist einfach ein super Spiel, das kann man sich um 9 Euro fix holen. So, das waren meine Steam-Empfehlungen. Aber eins habe ich noch als Rausschmeißer: Ultimate Hardbest Defense. Das ist einfach nur, ja, es kommen eine Horde von Monstern und du bist halt ein halbnacktes Mädchen mit einer, also bist eine Russin und schießt halt mit der MG oder keine Ahnung mit herum und ja. Es ist blöd, es ist dumm, aber es macht kurz Laune und währenddessen rennt halt Hardbass-Musik, was einfach nur lustig ist. Und kannst halt auch tanzen und ja. Musik schalte ich halt extra aus, weil ja im Hintergrund keine Musik. Wie viel kostet es? 95 Cent her und 95 Cent ist drauf geschissen und man nimmt sich's. Ich find's lustig, kurzweilig. Ja. Das waren die Steam Sale Spiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist was dabei. Und ladet euch die gratis Spiele runter. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, teilt das Video mit euren Freunden. Und abonniert mich, wenn ihr wollt. Das würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und ja, bis die Tage. Tschüss.